Hallo und herzlich willkommen zu unserem neuen YouTube-Video. Wir sind die Real Estate Blondies und heute hier auf der Palm Jumeirah in Dubai. Wir zeigen euch heute ein atemberaubendes Penthouse mit 4 Schlafzimmern, 445 Quadratmeter Gesamtfläche und einem absolut unschlagbaren Preis von 7 Millionen Euro. Seid gespannt auf atemberaubende Ausblicke und let's go! Sobald wir hier in dieses Apartment eintreten, ist das Erste, was wir sehen, die großen Fenster und diesen unheimlich schönen Blick auf das Meer. Wir sehen, der komplette Raum ist blau und lichtdurchflutet von dem Meer, von der Sonne, super hell und auch sehr modern. Das gesamte Interior Design ist in einem sehr minimalistischen Stil gestaltet. Hier im Wohnzimmer gibt es keinen Fernseher beispielsweise. Ist meiner Meinung nach auch total überflüssig, denn wir haben diesen wunderschönen Ausblick. In diesem Wohnzimmer gibt es natürlich auch einen eigenen Balkon und dieser lässt sich über diese wunderschönen Schiebetüren betreten zu diesem atemberaubenden Ausblick. Wow, schaut euch das an, dieses Meer, die Farbe des Meers. Übrigens, das Wasser ist enorm klar. Wir können es hier unten sehen. Man sieht von hier oben selbst die Fische schwimmen und bei gutem Wetter, auch in den anderen Zimmern, zeigen wir euch gleich, haben wir auch einen sehr schönen Ausblick auf den Burj Al Arab. Der Übergang vom Wohnzimmer hin zum nächsten Zimmer, welches die Küche ist, ist sehr besonders gestaltet. Ja, wir sehen schon, wir haben hier eine Kante, denn diese Küche besteht aus 2 Gängen und hat somit ein super offenes Feeling, als ob man diese hochwertige Küche einfach nur mittig in diesem großen, hellen Raum platziert hat. Das gesamte Konzept sehr in weiß, beige und matcht einfach mit diesem Marineblau vom Meer. Ich muss auch sagen, sehr besonders ist, wie seamless diese gesamte Küche ist. Es fühlt sich an, wie als wäre die gesamte Küche aus einem Stück gefasst worden. Wir sehen, dieses Waschbecken geht einfach super seamless unter. Selbst der Wasserablauf geht an den Seiten. Das heißt, man hat nicht diese klobigen Abflüsse. Und auch hier an den Seiten befindet sich überall Stauraum mit einer Beleuchtung. Ist dir aufgefallen, dass die Abzugshaube hier in der Decke integriert ist? Sehe ich jetzt erst gerade. Ist mir auch nicht aufgefallen. Das heißt, man hat auch nicht diesen klobigen Abzugshaubenbehälter, sondern auch das wurde wieder total unauffällig integriert. Hier haben wir auch noch einen super großen Esstisch. Also ihr seht, wie riesig diese Küche ist, wie groß und offen dieser Raum. Und auch hier haben wir einen super großen Balkon. Das bedeutet, man kann auch hier beispielsweise einen Essbereich nach draußen verlegen und morgens auch seinen Kaffee mit dem Ausblick auf den Burj Al Arab genießen. Und meine Freunde, sagt uns bitte, wie wundervoll ist dieser Ausblick bitte? Ich finde auch gerade diese beiden Sessel sind hier wunderschön platziert. Ich kann es mir absolut auch vorstellen, unter anderem auch zu Abendstunden hier den Ausblick zu genießen. Gehen wir einmal weiter. Am nächsten Highlight angekommen, das ist diese Tür. Und die Türen grundsätzlich, auch die Zimmertüren, sind von Linvisible. Bedeutet, also das ist die Brand und tatsächlich sind die Türen auch eigentlich invisible, ja, also unsichtbar. Und wohin führt uns dieser Weg? Auf eine weitere Terrasse, eine sehr große, helle und offene, denn das hier ist der Essbereich hier draußen. Wir sehen es wirklich sehr groß, offen, hell. Wir haben hier auch den Meerblick. Über uns haben wir auch einen Sonnenschutz, natürlich ganz wichtig hier in Dubai. Und ganz besonders auch, wo es einen Essbereich gibt, sollte es natürlich auch eine Küche geben. Natürlich auch hier wieder sehr bedacht konzipiert, indem man die Preparation Kitchen außerhalb der Wohnung positioniert hat. Somit gibt es auch keine Gerüche von Essen oder Ähnlichem innerhalb der Wohnungsräume. Diese Küche ist auf jeden Fall um einiges besser ausgestattet, denn hier sehen wir alleine schon, der Dunstabzug ist um einiges größer, aber natürlich auch versteckt. Und selbst hier hat der Chefkoch einen wunderschönen Ausblick auf das Meer, insbesondere auf die Äste der Palme sogar. Von der Zubereitungsküche aus schauen wir uns nun die Schlafzimmer an. Insgesamt haben wir hier, wie schon erwähnt, 4 Schlafzimmer.
Das hier ist eins der vier Schlafzimmer in diesem Penthouse. Ich muss sagen, einfach nur wow. Jedes Schlafzimmer kommt en suite, hat also sein eigenes Badezimmer. Auch hier super minimalistisch. Was ich sehr besonders finde und was auch sehr besonders ist, ist zum einen die Dusche mit einer integrierten Badewanne. Und diese Badewanne wiederum hat einen Ausblick, denn sie schaut über das Schlafzimmer auf das Meer hinaus. Ich muss sagen, dadurch, dass alles hier in diesem hellen Ton und Glasoptik gestaltet ist, hatte ich gerade kurz Angst, dass hier eine Glaswand ist und ich dagegen laufe. Aber das ist tatsächlich auch hier wieder ein offener Übergang und alles extrem minimalistisch gestaltet. Also ich bin ein riesen Fan davon. Was sagst du? Ich auch. Also ich finde es wunderschön, auch dieses große Waschbecken. Und ich kann es nur nochmal erwähnen, wie besonders es ist, dass das Wasser an den Seiten abläuft. Das bedeutet, man merkt, es ist einfach nur ein einziger weißer Stein. Auf dieser Seite. Oh, ja, man bemerkt gar nicht, dass hier Schränke sind. So unauffällig sind diese. Haben wir auch wiederum einen Kleiderschrank mit einer sehr dezenten Beleuchtung. Oh. Ich finde es super schön. Auch das hier, alle Möbel sind aus Italien. Super schön, sehr minimalistisch. Ich finde es auch sehr schön, dass die Betten auch mitten im Raum stehen. Mhm. Ist euch das aufgefallen, dass in diesem Penthouse die Sachen nicht nur an den Rand gepresst wurden, sondern viele Dinge sind einfach mittig und das schafft diese Größe in diesem gesamten Penthouse. Das ist kein gewöhnliches Bett, sondern das Bett ist auch sehr einheitlich aus einem Stück und sehr tief vor allem. Durch diese Tiefe des Betts hat man auch wirklich einen direkten Ausblick auf das Wasser, auf das Royal Atlantis. Jetzt zeigen wir euch das Master Bedroom. Wir treten ein in dieses große Schlafzimmer und das erste, was wir sehen, ist ein begehbarer Kleiderschrank. Welcher übrigens auch durch eine Schiebetür abgetrennt werden kann. Und wenn man sie einmal schließt, sieht man wirklich, das ist ein einheitlicher Übergang und somit auch wieder sehr, also es ergibt einen sehr cleanen und sehr reinen Look insgesamt. Wir haben auch hier im Gang überall Fenster verteilt, natürlich mit der Privatsphäre und auch hier wieder ein super helles, offenes und noch größeres Badezimmer. Mit einer Dusche und das ist eine Doppeldusche, das heißt hier haben auch zwei Personen Platz. Sehr, sehr, sehr offen, begehbar und auch wieder mit einem begehbaren Übergang. Was ich auch mag, sind die Unterbauschränke. Alles soft close und auch hier diese indirekte Beleuchtung über den Spiegel. Wir haben wieder den Abfluss selbst in der Dusche. Seamless, also das ist wirklich dieses, das ist das Motto. Nennen wir es das Seamless Penthouse, weil hier ist wirklich alles invisible, alles integriert. Es ist einfach so harmonisch. Mhm. Es ist einfach alles perfekt. Und es hat so einen ruhigen, angenehmen Vibe. Also man kommt hier rein und man ist direkt beruhigt. Und ja, dieses zweite Master Bedroom, wie wir es nennen, lässt nichts zu wünschen übrig. Denn wir haben auch wiederum den wunderschönen Ausblick und einen Balkon. Dieses Penthouse eignet sich übrigens auch sehr gut als Vacation Home. Das bedeutet, wenn ihr in Dubai Urlaub machen möchtet, ist definitiv dieses Penthouse eure Anlaufstelle. Wow. Dieser Wind, diese Meerbrise, unglaublich schön. Wir sehen, wir haben einen Ausblick auf die Dubai Marina, die abends unglaublich schön glitzern. Wir haben einen Blick auf das Royal Atlantis. Wer kann sich nicht vorstellen, in so einem Apartment zu leben? Und vor allem, wir haben von beiden Seiten einen Meerblick. Das ist auch eine sehr große Seltenheit und auch eine Besonderheit an der Palme, dass man wirklich einen Meerblick von beiden Seiten des Gebäudes hat. Das dritte und vierte Schlafzimmer schauen wir uns jetzt an. Auch wieder im gleichen Konzept gestaltet. Übrigens, es gibt überall auch eine Schiebetür, welche das Badezimmer vom eigentlichen Schlafzimmer abtrennt. Hier haben wir keine Badewanne inkludiert, sondern lediglich eine Dusche und auch ein Waschbecken. Und auch hier super schön, sehr gemütlich. Wir haben auch hier wieder ein Fenster. Man kann aus der Dusche ins Schlafzimmer blicken und natürlich auch genug Stauraum in den Einbauschränken. Gehen wir in das letzte und vierte Schlafzimmer. Wir sehen hier sehr besonders, das Licht ist anders. Wir haben einen sehr schönen Abendmut, eine abendliche Stimmung, die nochmal ein sehr gemütliches Gefühl gibt und meiner Meinung nach auch sehr geeignet ist, um beispielsweise hier abends im Bett noch ein Buch zu lesen. Ich würde sagen, wir schauen uns jetzt noch die Gebäudeanlagen
Jetzt zeigen wir euch einmal die Lobby und die Amenities. Wir haben hier einen 24-Stunden-Security-Service und sogar einen privaten Concierge-Service für die Einwohner dieses Gebäudes. Wow, schaut euch diesen Ausblick an. Wir haben zum einen hier diesen 40 Meter langen Infinity-Pool vor uns und natürlich nochmal den Blick auf das Meer und den Burj Al Arab. Wunderschön, hell, offen und ich denke, das hier animiert jeden Sport zu machen. Wow, also es ist wie in einem Thermalbad. Oh, dieser Geruch. Warm. Wir haben auch hier wieder den Blick auf den Pool, natürlich getönte Scheiben. Wir haben hier einen kleinen Jacuzzi, eine wunderschöne Dusche und nochmal eine Sauna. Schauen uns nun einmal den Poolbereich an, denn auch dieser Bereich ist kein normaler Pool. Er ist extrem, extrem lang. Zieht sich hier wirklich entlang der gesamten Gebäudeseite. Also ich bin wirklich im Himmel angekommen. Es ist so schön mit dem Vogelgezwitscher. Die Temperaturen aktuell sind absolut perfekt in Dubai. Und natürlich auch der Geruch vom Meer. Ich fühle mich hier wirklich sehr, sehr wohl und das ist ein absoluter Ort zum Entspannen. Ich muss sagen, absolut einzigartig, wunderschön, auf der Palme gelegen, es ist hier super ruhig. Dieser Ausblick hier gerade mit dem Meer ist so entspannend und ich denke, jeder Ort in Dubai hat etwas sehr Besonderes und das hier ist auf jeden Fall dieses ruhige, entspannende Gefühl. Wir hören auch die Vögel gerade zwitschern. Das Interior Design ist super minimalistisch, sehr clean, also ist wirklich eine sehr hochwertige Immobilie. Ich muss sagen, mir hat es auch extrem gut gefallen und ich könnte mir auch vorstellen, hier selber zu wohnen. Wie geht's euch? Würdet ihr hier einziehen? Schreibt auch das gerne in die Kommentare. Und somit sind wir am Ende unserer Penthouse-Tour angelangt. Wir hoffen, es hat euch gefallen. Wenn ja, und einen Daumen nach oben da. Vergesst nicht, diesen Kanal zu abonnieren und aktiviert die Glocke für das nächste Video.